ist der Zeiger auf 8 Uhr gesprungen und ich würde gerne mit dem 8. Ausgabe von Real Estate beginnen und heiße Sie herzlich willkommen im Namen der Veranstalter zu dieser 8. Ausgabe von Real Estate Brains mit unseren hellsten Köpfen der Immobilienbranche. Das Online-Format wurde im April ins Leben gerufen und dient dem Zweck, den Informationsaustausch über die Corona-Krise zu unterstützen. Die zu den Initianten gehören Swiss Circle, repräsentiert durch Roman Bolliger. Er vertritt das etablierte Schweizer Immobiliennetzwerk. Dann haben wir Build World, vertreten durch Wolfgang Moderegger und Jonas Haberkorn. Das ist das deutsche Innovationsnetzwerk, das maßgebend zu diesem Format beigetragen hat. Und ich darf Swiss PropTech repräsentieren, das Innovationsnetzwerk der Schweizer Immobilienwirtschaft, das Startups mit etablierten Firmen verbindet. Bevor wir nun Ihnen die Panelisten des heutigen Formats vorstellen, darf ich noch das Wort an meine Kollegen weitergeben für weitere Instruktionen und würde das auch zugleich machen, Wolfgang, wenn ich dich bitten darf. Ja, genau. Also unser Format ist entstanden, wie Mario vorhin gesagt hat, in der Corona-Krise. Wir haben gesagt, wir wollen mit unserer Zielgruppe in Kontakt bleiben und tagesaktuell über Themen informieren und diskutieren. Wir haben regelmäßig hochkarätige Referenten. Heute haben wir die führenden Köpfe da, zum Thema der Zukunft der Arbeit mit da. Aber auch sonst arbeiten wir uns an Themen entlang der Wertschöpfungskette des Immobilienlebenszyklus entlang. Da geht es um das Thema Bauen, das Thema Bewirtschaften, Asset Management und Immobilienfinanzierung. Wir haben auch Themen wie Retail oder nächste Woche Hotellerie und schauen uns spezifische Assetklassen an. Wir haben auch Logistik schon im Detail behandelt. Unser Format ist also gemacht für Profis, von Profis. So ist auch unser Selbstverständnis. Und steigen sehr spezifisch in bestimmte Themen mit ein. Heute steigen wir in das Thema Arbeitswelten mit ein. Wir haben in der Regel immer über 300 Registrierungen und hoffen auch heute wieder über 200 Live-Teilnehmer zu haben. Aktuell sind wir bei über 150, also Tendenz sehr schnell steigend. Von daher freut es uns natürlich, dass so viele morgens um 8 Uhr auch mit dabei sind. Jonas wird uns jetzt noch mal kurz ein bisschen die technischen Details erklären, wie Sie an der Diskussion teilnehmen können. Wir haben auch noch mal Umfrage mitgeschaltet. Da wird uns Jonas durchführen. Oh, besten Dank, Wolfgang. Sie sehen wieder live. Wir haben für Sie Fragen wieder vorbereitet. Wie jedes Mal, Sie kennen sicher das Format schon. Wenn nicht, ganz kurz www.menti.com mit dem Code 188926. Ich wiederhole noch mal ganz kurz 188926. Ich werde den Code auch noch mal kurz in den Chat schreiben. Können Sie teilnehmen? Wir haben 4, 5 Fragen für Sie vorbereitet, auf die dann Mario Facchinetti auch in der Diskussion eingehen wird. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ansonsten bitten wir Sie, dass Sie die ganz normale Chat-Funktion hier verwenden bei Zoom und bitte immer an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer versenden. Dann können auch die anderen Zuschauer Ihre Frage sehen und wird dann direkt von den Experten beantwortet. Somit gebe ich dann wieder weiter an Roman. Vielen Dank, Jonas. Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bereits zum 8. Mal in der Folge sind wir jetzt online, on air. Wir haben über 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer bis anhin erreicht, was uns sehr freut und was uns noch mehr freut. Viele von Ihnen sind regelmäßig dabei. Die Kundentreue, die ist sehr erfreulich hoch. Jeden Dienstagmorgen begrüßen wir Sie mit den hellsten Köpfen der Branche. Heute haben wir drei neue Real Estate Brains für Sie mit dabei. Ich begrüße ganz herzlich Marianne Janik unter uns. Sie ist Managing Director von Microsoft Schweiz. Microsoft, das größte IT-Unternehmen der Welt, heute in der Rolle des technologischen Leaders bei uns. Aus dem Haus Microsoft kommen zahlreiche Produkte, die wir alle kennen und die in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen haben. Tech-Firmen scheinen die Gewinner der Corona-Krise zu sein. Das werden wir unter anderem in unserer Diskussion erörtern. Trotzdem oder gerade deswegen wird die Datensicherheit rege diskutiert. Davon ist auch Microsoft nicht verschont, wie alle anderen auch, wie die heutigen Artikel in der Morgenpresse zeigen. Dann begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Wilhelm Bauer bei uns. Er ist geschäftsführender Institutsleiter und Direktor vom Fraunhofer Institut.
Er ist unser Vertreter von der Wissenschaft und der Forschung heute. Das Fraunhofer-Institut beschäftigt 650 Mitarbeiter und Mitarbeiter. Die Forschungsschwerpunkte sind Arbeitsforschung und IT. Sie haben bereits im Jahr 2000 das Zukunftsthema Arbeit 2021 lanciert. Ein vorausschauendes Thema, das damals da schon auf Ihrer Agenda stand. Deshalb wird er heute kompetente Auskunft geben können, was in Ihrem Hause zum Thema Digitalisierung und Arbeit geforscht wird. Eine interessante Aussage in diesem Zusammenhang aus seinem Munde: ohne Tech keine Lösung der Umweltproblematik. Als dritten Wunder begrüße ich ganz herzlich Dr. Ivo Fura. Ivo Fura ist Präsident von Digital Switzerland. Das ist eine Digitalisierungsinitiative in der Schweiz, die Digitalisierung der Schweiz beschleunigen möchte. Sie ist sowohl in der Geschäftswelt, aber auch in der privaten Welt zu Hause. Also sie möchte nicht nur das B2B-Geschäft erreichen, sondern jeden Einzelnen in der Schweiz wohnhaften, und sie möchte hier die Digitalisierung fördern. Die Initiative ist getragen sowohl von der Wirtschaft, der Wissenschaft, als auch von der Politik und der Regierung. Ivo ist ein Kenner der Immobilienindustrie, ist er Verwaltungsrat in dem Immobilienunternehmen Fundamenta. Er ist auch stark in der Startup-Szene vertreten. Er ist Verwaltungsrat der Bank Julius Baer und des Versicherers Helvetia. Kann also aus verschiedenen Aspekten und Blickwinkeln die heutige Thematik beurteilen. Die heutige Thematik dreht sich eben um die Frage, wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Zukunft der Arbeit aus. Und da würde ich jetzt gerne den Reigen eröffnen. Ich glaube, du beginnst, Ivo. Was sind deine Thesen, deine Aussagen, die wir hier mal von jedem von den Experten zu Beginn unserer Diskussion hören? Besten Dank, Roman. Ich möchte das tun aus der Sicht vom Digital Switzerland am Anfang. Und ich möchte eigentlich zwei Gedanken mitgeben. Der erste Gedanke ist, dass nicht nur in der Schweiz, ich nehme an, auch in anderen Ländern durchaus, wir in der Schweiz wollen mit Digital Switzerland die Mission verfolgen, die Schweiz zu einem Digital Innovation Hub mit weltweiter Bedeutung eigentlich auszubauen. Und da denke ich, ist es wichtig, zwei Voraussetzungen, um das zu erreichen, im Auge zu behalten. Die erste Voraussetzung betrifft die Investitionen in die Infrastruktur. Wir brauchen eine starke Infrastruktur, um diesen Innovationshub zu schaffen. Und wir brauchen zweitens politische Rahmenbedingungen, die dies ermöglichen. Warum sage ich das im Zusammenhang mit der Arbeit? Beide, sowohl die Infrastruktur, dazu hatten wir viele Beispiele jetzt während der Corona-Krise, wie wichtig eben diese Infrastruktur war, um unsere Arbeit im Homeoffice und andersweitig auszuführen. Und zum anderen brauchen wir die politischen Rahmenbedingungen. Ich denke an die Arbeitsgesetzgebung, die sich völlig verändern wird. Das ist natürlich noch nicht geschehen, aber die sich verändern wird, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Das ist der erste Punkt oder der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist der, dass ich davon ausgehe, wir davon ausgehen bei Digital Switzerland, dass die Digitalisierung letztlich, so brutal ich es jetzt formuliere, zu einer Arbeitsplatzvernichtung führt. Ist etwas hart ausgedrückt, heißt aber in der Realität, dass wir einerseits weniger Arbeitskräfte werden brauchen und zum Zweiten, dass wir die Arbeitsplätze, also die physischen Arbeitsplätze ebenfalls abnehmen werden. Wir haben dazu ein prominentes Beispiel für jene, die in der Schweiz sind, gerade jüngst gehört von Thomas Gottstein, dem neuen CEO von der Credit Suisse Gruppe, der genau diese These unterstützt hat. Dass, wenn dies geschieht, das wesentliche Auswirkungen auf die Immobilien hat und auf die Immobilienanlagen, ist, glaube ich, ziemlich selbstredend.
Da wird es eine entsprechende Bewegung geben und die wird in der Immobilienbranche absolut spürbar werden. Soweit meine ersten Gedanken. Vielen Dank, Ivo, für diese Einführung. In der Folge gerade nahtlos übergehend zur Stimme der Wissenschaft von Wilhelm Bauer. Wilhelm, darf ich dich bitten? Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich möchte eine Sache von Ivo vorher unterstreichen. Ich glaube auch, das Thema Digitalisierung der Welt der Arbeit wird durch die Krise, jetzt Corona, massiv beschleunigt werden. Es ist ja vorhin angetönt worden, dass ich mit meinem Team schon vor vielen Jahren, 1996, haben wir ein Zukunftsszenario geschrieben. Das hieß damals Office 21. Wir haben dann später ein Forschungsprojekt initiiert. Das läuft heute noch unter diesem Titel Office 21, ein Innovations-Think-Tank, an dem so circa 25 Unternehmen mit uns Fraunhofer-Institut über Zukunft von Arbeitswelt nachdenken. Und das Learning, das wir hatten damals, und das gilt, glaube ich, heute noch viel mehr, ist, dass Digitalisierung erstens viel schneller geht als alles andere, also auch immer schneller gegangen ist, als wir das vorausgedacht haben, wenn wir Zukunftsszenarien gebaut haben. Das Zweite, dass die physischen Dinge, also alles das, was räumliche und physische Arbeitsumwelt anbelangt, sich eher langsamer entwickeln. Wir haben jetzt gerade eine Erfahrung mit Homeoffice und wir machen gerade eine Studie, so einen Homeoffice-Selbsttest. Die ersten 1.100 Teilnehmer haben geantwortet, jetzt in kurzer Zeit, es läuft noch. Wer Lust hat, kann gerne mitmachen. Und da stellen wir fest, dass erstens das Remote-Arbeiten relativ gut funktioniert. Die Eindrücke der Menschen, das ist noch nicht differenziert, jetzt vielleicht in Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ob Management das genauso sieht, kann ich noch nicht sagen. Aber in der Summe, es funktioniert viel besser, als man erwarten könnte. Und zwar sowohl die Einschätzung, wie gut man klassische Dinge, die man immer gesagt hat, kann man zu Hause gut machen, sehr konzentrierte Sachen und wo man ein bisschen Ruhe braucht. Nein, auch Dinge, die eher kreativ sind, also auch die Interaktion mit anderen Menschen braucht. Das ist Good News, weil das ja das ist, wo wir eigentlich so in der Innovationsgesellschaft, wenn ich da an Deutschland, aber Europa insgesamt denke, natürlich davon leben, Kreativität, Innovation. Und das Zweite, was wir feststellen, ist, dass wenn man jetzt die Menschen fragt, wollt ihr eigentlich wieder zurück ins Büro, dann sagen ganz viele, wollen wir eigentlich nicht. Konkret ist die Prognose, dass nach der Krise mindestens doppelt so viele wie davor regelmäßig von zu Hause arbeiten, möglicherweise sogar höhere Zahlen. Und das wird natürlich dazu führen, dass wir andere Bedarfssituationen erleben. Ob wir wirklich Arbeitsplätze verlieren, das will ich vielleicht noch kurz kommentieren. Ich glaube, wir werden Arbeit verlieren, aber ich denke, und das sagen eigentlich die meisten der wissenschaftlichen Studien, es wird viel neue Arbeit entstehen. Der Salto kann schon etwas negativ sein, aber ob das dann weniger Arbeitsplätze sind oder ob das nicht vielleicht ein etwas entspannteres, weniger Arbeiten ist, das werden wir noch sehen. Das hängt natürlich auch mit politischen Diskussionen ab. Wie wollen wir das machen? Grundrente ist gerade eine Diskussion. Man hat bedingungsloses Grundeinkommen schon diskutiert in der Schweiz, in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob in anderen Regionen Europas auch so intensiv wie bei uns. Und man hat unterschiedliche Entscheidungen im Moment getroffen. Aber ich glaube, die Diskussion wird weitergehen. Und Schlussthese, ja, die Immobilienwirtschaft wird sich sehr wandeln müssen, gehe ich davon aus. Büroimmobilien wird es deutlich weniger brauchen und die, die es braucht, werden in ihrem Charakter sich deutlich verändern müssen, weil wir dort vor allem Treffen, Meetings, Interaktion haben und wenn jemand ins Büro kommt, dann womöglich sich gerne in einem kleinen Kabuff versteckt, also Zellebüro, Revival möglicherweise, irgend sowas, Mischung aus vielen kleinen Räumen und Marktplätzen der Kommunikation, des Austausches, das ist so mein Bild. Also weniger und davon aber qualitativ mehr
Das ist meine These für die Immobilienwirtschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Wilhelm, für diese Gedanken. Ich denke, da ist schon eine wunderbare Basis für die anschließende Diskussion gelegt. Zuerst wollen wir aber noch die Impulsgedanken der Vertreterin des Tech Leaders Microsoft hören. Marianne Janik wird uns ihre einführenden Gedanken und Thesen präsentieren. Bitte schön, Marianne. Ja, guten Morgen in die Runde auch von meiner Seite. Und ich möchte aufbauen auf dem, was meine Vorredner gesagt haben, und vielleicht starten mit einem, mit einer These, die ich immer wieder höre, dass eigentlich sozusagen der Covid-19 der CDO des Jahres ist. Und ich sage dazu ganz klar nein. Man hat gesehen, dass Technologie hat in der Krise wirklich ihren Wert gezeigt. Das heißt, wir haben in den letzten Wochen deutlich gesehen und auch erlebt, vor allem gemeinsam erlebt, was Technologie bedeutet. Wir haben gesehen, wir haben gelernt, dass man viele Dinge remote machen kann, dass man Projekte beschleunigen kann, dass man Dinge, von denen man meinte, sie würden Jahre dauern, auch schneller machen kann. Das sehen wir auch bei uns. Wir haben heute 75 Millionen aktive Nutzer im Bereich Teams weltweit. Was wir aber auch gesehen haben, und wir haben versucht, weil es ist wichtig, auch objektiv zu bleiben, wir haben anonymisiert bei uns im Unternehmen Daten erhoben und haben ganz individuelle Unterschiede erhalten. Das heißt, wir haben gesehen, dass bei manchen Kollegen Produktivität gestiegen ist. Wir haben gesehen, dass bei manchen Kollegen die Sachen sehr unterschiedlich während der Woche sich sozusagen gestalten. Und am Ende des Tages heißt das aber auch, dass diese verschiedenen Arten von Arbeiten und die Auswirkungen auf das persönliche Arbeiten, auf die Kultur des Unternehmens schon sehr individuell zu betrachten sind, was natürlich auch viele Fragen aufwirft, wie Führung aussieht. Was ich wichtig finde, ist, dass der Erneuerungsprozess, mindestens weil die Reflexionen, die gestartet worden sind in den einzelnen Unternehmen, dass das nicht abgewürgt werden darf. Dass wir das verantwortungsvoll weiterführen, und zwar auch nicht auf Kosten von Werten wie Transparenz, wie Sicherheit, wie Schutz der Privatsphäre. Wir sehen jetzt aber auch Diskussionen, die hochkommen, die auch gut sind, auch wenn sie kritisch sind, dass diese ganzen Technologien, auch die Fragen darum, die sich darum ranken, natürlich auch sehr viel damit zu tun haben, wie stark verstehen wir eigentlich, was da passiert. Das heißt, wir brauchen eine höhere Beurteilungsfähigkeit, die sich fußt auf mehr Grundkenntnissen. Was ist eigentlich Cloud Computing? Was ist künstliche Intelligenz? Was kann sie? Was kann sie nicht? Wir haben extrem viel Cyberattacken gesehen in dieser Krise. Aber auch die ganzen ökonomischen Aspekte der, ich sag's mal, Datenökonomie. Dort sind wir erst am Anfang überhaupt zu verstehen, was das für uns, für die Unternehmen, aber auch für Gesellschaften, für Wirtschaftszweige bedeutet und was auch neue Geschäftsmodelle wirklich bringen und wie dort das Verständnis geschärft werden kann. Das heißt, wir brauchen wirklich eine Kultur, die uns jetzt befähigt, unterstützt, dieses Lernen weiterzuführen, umzusetzen. Und vor allem mein letzter Punkt in diesem Bereich der Datenökonomie, die ist ja viel zitiert, sie ist sicherlich auch auf dem Vormarsch, ist sie wirklich angekommen? Großes Fragezeichen. Dort liegt noch sehr viel Potenzial für kleinere, mittlere Unternehmen, auch für die Immobilienwirtschaft. Und ich denke, dort gilt es jetzt aufzuholen, nachzuholen, nach dieser Experimentierphase sich wirklich aktiv mit dem Thema Datenökonomie auseinanderzusetzen. Ganz herzlichen Dank. Besten Dank, Marianne, für diese einleitenden Worte aus deiner Sicht. Ich würde dementsprechend gerade gerne weiterleiten in die Diskussion und Ivo wieder mit ins Spiel bringen. Und zwar
würde mich von dir interessieren, wie schätzt du das ein? Hat Digitalisierung und Innovation dazu gesorgt oder Corona dazu gesorgt, dass Digitalisierung und Innovation einen Boost verspürt? Oder wie siehst du das? Wir haben soeben von Marian gehört und ich würde das teilen, oder dass viele Leute haben gesagt, Corona sei eigentlich der Number One Digital Officer in jedem Unternehmen. Teile aber die Einsicht von Marian, dass es einfach eine wunderbare, es tönt etwas speziell, aber sehr gute Gelegenheit war, für uns alle diese Technologien besser zu nutzen und ganz anders zu nutzen. Und es wurden plötzlich Dinge möglich, die man über viele Jahre, muss man sagen, über viele Jahre als unmöglich erklärt hat, wurden möglich. Ich gebe zwei Beispiele. Ein großes IT-Unternehmen indischen Ursprungs, der hat mir jüngst als Mitglied von Digital Switzerland gesagt, sie hätten im Moment 300.000 Leute, 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Homeoffice. Und sie würden zu Zehntausenden Softwareentwickler einsetzen, die sich in den Systemen der Kunden bewegen würden, natürlich mit den entsprechenden Rahmenbedingungen durch die Kunden gesetzt. Das zweite Beispiel, die Schweiz bezogen, eine Generalversammlung in schweizischen Großunternehmen, Groß- und Klein-, Mittleren Unternehmen, war elektronisch unmöglich, ist immer noch unmöglich, ist eigentlich problemlos denkbar. Also die Hauptversammlung in Deutschland könnte problemlos elektronisch erfolgen. So, in dem Zusammenhang wurden wir dann auch vom Bundesrat angefragt, vom Krisenstab des Bundesrates in der Schweiz, ob wir uns vorstellen könnten, ein paar Thesen aufzustellen, die Lehren aus der Krise sozusagen thematisieren würden. Das werden wir diese Woche noch tun. Glücklicherweise dürfen wir das tun, weil diese Digitalisierung, der ganze Innovationsschub, der sich dadurch ergeben hat, sehr, sehr geschäftsverändernd und auch für uns als Menschen verändernd wirken wird. Also zusammenfassend, ja, die Digitalisierung wird schneller und umfassender passieren, als das je zuvor der Fall war. Darf ich hier was anfügen, wenn Sie erlauben, wenn ihr erlaubt? Ja, also Wilhelm, ich hätte jetzt gerne dich beigezogen mit der wissenschaftlichen Sicht, oder? Bist du gerade ein bisschen zuvor gekommen. Ja, aber wie sieht es aus der wissenschaftlichen Perspektive? Ja, es ist absolut so. Ich meine, die Frage, es wird oft die Frage jetzt gestellt, du hast es auch gestellt, sehen wir jetzt schon, dass Corona etwas verändert hat? Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh. Wir haben jetzt zwei Monate oder zweieinhalb, ich weiß schon gar nicht mehr. Es kommt einem vor wie eine unglaubliche Ewigkeit, Corona, eine Sondersituation. Und wir sind natürlich schon eigentlich noch ein bisschen im Krisenmodus. Deswegen, vieles, was man jetzt so sagt, ist so ein bisschen erste Erfahrung und natürlich so Perspektive. Ob sich alles bewahrheitet, müssen wir dann noch sehen. Ich bin da noch nicht jetzt ganz 100% sicher, wissenschaftlich, ja, weil du den Wissenschaftler zitierst. Aber es ist klar, wir haben die letzten Jahre ganz oft über Living Labs gesprochen, über Reallabore, über Experimentierräume. In dem letzten Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung sind die Begriffe, der Begriff Experimentierraum 13 Mal geschrieben worden. Man hat sich dann immer gefragt, was ist das denn? Weil eigentlich steht da drin, Experimentierraum, das ist was, wo temporär Rechtsetzungen außer Kraft gesetzt werden, um Dinge auszuprobieren in der Realität, die wir uns sonst eigentlich nur theoretisch ausdenken können. Und wir haben uns so schwer getan, echte Experimentierräume oder Reallabore zu machen, weil kein Mensch wirklich Gesetze außer Betrieb setzen wollte. Und jetzt in dieser Krise machen wir das massenhaft, Arbeitszeitregelung und Arbeitsschutz und alles Mögliche. Und wir merken so ein bisschen natürlich, oh, das tut alles gar nicht weh, weil natürlich Corona ein bisschen mehr wehtut, Covid-19, jedenfalls in unseren Köpfen. Psychologisch ist das auf jeden Fall so, vielleicht auch real, aber und das ist jetzt gut, weil wir jetzt, glaube ich, noch nicht alles richtig machen, aber wir haben jetzt Mut gefasst, Dinge einfach auszuprobieren, Dinge zu tun.
ich habe vor vielen Jahren mal eine Studie gemacht, da hat man so untersucht, wie ist die Einschätzung von Menschen, was die Produktivität der Nutzung von IT-Tools anbelangt. Ganz große Mischung, Software, Hardware, Gadget und so weiter. Und da hat man zwei Vergleichsgruppen gemacht. Die eine, die wirklich diese Tools schon gelernt hatte, beherrscht hat und damit umgehen konnte. Und die anderen, die sie nur vom Hörensagen kannten. Und man hat dann gefragt, was denkt ihr denn, wie hilfreich ist diese Technologie für eure Arbeit, macht euch das produktiver und so weiter. Und das Ergebnis war, auf einer 5er-Skala, die es schon benutzt haben, die haben eine um 2 Punkte im Schnitt höhere Einschätzung gehabt, was es nutzt, als die, die nur vom Hörensagen darüber geredet haben. Und die Schlussfolgerung heißt immer, einfach mal tun, mal ausprobieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist viel größer, als dass es nicht funktioniert. Und da sind wir jetzt reingestoßen worden, ganz unverhofft. Und das ist jetzt genial. Und ich glaube, wir werden, und das müssen wir auch, ganz viel von diesem Experimentiermodus jetzt rüber retten, weil das ist mal per se gut. Das führt zu Innovation. Innovation in der Arbeit, Dynamik in der Regulatorik. Minister sagen, jetzt schreiben wir doch mal einen Gesetzentwurf, wie das anders gehen könnte mit Homeoffice. Ich bin seit 6 Jahren in Gremien gewesen mit Bundesministern, Arbeitsminister, Frau Nahles. Immer hat man in die Papiere reingeschrieben, man müsste eigentlich mal das Arbeitszeitgesetz anpassen an die wirkliche Realität der Menschen. Nie hat man die Kraft gehabt, das Ding wirklich anzupacken. Jetzt geht es über Nacht. Sensationell, super. Sehr gut. Wie sieht es denn aus Sicht von Microsoft aus, oder? Ihr seid ja da an der Forefront, gerade auch mit Teams, oder? Wird das vermehrt ausprobiert? Ja, absolut. Wir sind, wie gesagt, bei 75 Millionen aktiven Nutzer weltweit. Dennoch sehen wir schon so Trends, gerade auch in der Gesetzgebung, in der Politik, dass vielfach alte Reflexe hochkommen, dass man sagt, ja, das war Corona, nach Corona ist die Welt dann wieder in Ordnung und wir machen weiter wie bisher. Wir sehen auch in den Unternehmen alte Reflexe, dass auf einmal wieder CFOs gesucht werden, die damals 2007 die Finanzkrise gut gemeistert haben. Also ich würde vielleicht etwas kritisch sagen, mein Gefühl ist, ja, wir haben ein bisschen was erreicht, aber ich weiß nicht, wo ich das neulich mal aufgeschnappt habe, dass wir ein bisschen Digital Lipstick überall drauf getan haben. Ich glaube, es lohnt sich jetzt tiefer zu gehen, weil die nächsten Themen, die da kommen, sie ist ja nicht die Technologie. Die Technologie ist da, sie ist schon lange da. Es ist wie wir Menschen, welche Kultur wir schaffen, welche Rahmenbedingungen, um wirklich diese Technologie gut zu nutzen, sie auch allen zur Verfügung zu stellen. Und das große Thema, was ja auch in unseren Märkten noch nicht so richtig angekommen ist, diese viel zitierte Datenökonomie, wenn es darum geht, ein Unternehmen so aufzubauen, dass es wirklich data-driven ist, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, auf die richtigen Daten zurückzuführen, um flexibel zu sein, um das berühmt-berüchtigt, diese Resilienz, dieses Risikomanagement anders machen zu können. Das erfordert nochmal, ich würde sagen, eine deutlich höhere Anstrengung, eine deutlich höhere Beurteilungsfähigkeit. Und ich denke, da sollten wir uns nicht, ich sage es mal ganz flapsig, in die Tasche lügen, dass wir da annähernd an diesem Punkt sind. Und das können wir nur gemeinsam schaffen. Aber es braucht auch Vorbilder. Ein paar Unternehmen müssen vorangehen, zeigen, dass es geht. Und jetzt nicht einfach zu lange pausieren und nachdenken. Es gibt in der Digitalisierung keine Sommerferien. Das braucht bestimmt auch Mut, oder? Jetzt dieses Thema weiter zu verfolgen, da am Ball dran zu bleiben.
da sind Ängste da draußen, eben, du hast es selber angesprochen, oder man weiß nicht, oder man steht überall am Anfang, also auch die Konsequenzen sind noch sehr schwer abzuschätzen, auch für Tech-Giganten. Woher holt man sich diesen Mut? Also jetzt auf Anwenderseite, kann man da einfach, ja, Empfehlungen einfach mal ausprobieren, ist einfach. Was empfiehlt ihr da? Also ich denke, am Ende fühlen wir uns Menschen ja dann immer sicher, wenn wir jedenfalls mal ein Grundverständnis haben. Das heißt, das absolute Minimum ist einfach Beurteilungsfähigkeit zu stärken. Wenn man dann zusammennimmt, dass jeder Unternehmer seine Prozesse gut kennt, er kennt seine Kunden, er kennt die Partner, mit denen er zusammenarbeitet, und dann geht es nur im Dialog in der Partnerschaft. Was allerdings nichts hilft, würde ich sagen, ist jetzt eine Partnerschaft mit zum Beispiel Microsoft zu sagen, wir verlassen uns dann vollkommen auf ein Technologieunternehmen. Da sage ich ganz klar nein. Die Innovation kommt erst, wenn man sich gut versteht, wenn man sich trifft, wenn man in der Lage ist, aus 1 und 1 3 zu machen. Und ich denke, da hat die Schweiz wiederum ihren Charme, weil die Schweiz ist sehr vernetzt. Man kann sehr schnell sich unterhalten, den Dialog führen, Dinge ausprobieren. Und wir sollten nicht zum Land der Piloten werden. Ich denke, diese Zeit haben wir auch hinter uns gelassen. Aber man kann natürlich Dinge ausprobieren, auch branchenübergreifend arbeiten in sogenannten Ökosystemen. Also ich glaube, der Mut, aufeinander zuzugehen, vernetzt zu denken, das ist das, was wir jetzt brauchen. Ein paar Vorbilder gibt es. Aber am Ende, das Risiko ist auch gering. Ich denke, man kann hier nur gewinnen. Sehr schön. Also zusammenfassend könnte man fast sagen, es handelt sich hier um ein Huhn-Ei-Problem, oder? Zuerst muss man verstehen, um was es geht und was die Chancen und Möglichkeiten überhaupt sind aufgrund der Digitalisierung und Innovationsthemen. Man muss sich auskennen in diesen neuen Fachbereichen und erst dann kann man wirklich auch damit arbeiten. Jetzt, das braucht Mut. Was passiert, wenn dieser Mut fernbleibt? Also wenn sich Firmen nicht dazu überwinden können, fahren wir dann zurück in alte Muster, alte Raster, zurück in die Gewohnheit. Ivo, was ist da deine Einschätzung aus Sicht jetzt auch Digital Switzerland, der da große Branchen oder übergreifend diese Sachlage beurteilen kann? Gut, es stellt sich ja dann sehr schnell auch die Frage, ob Homeoffice zur Regel werden wird oder nicht, oder? Und da haben wir eigentlich die These, dass es sicher, Homeoffice sicher zunehmende Bedeutung erlangen wird. Das ist keine Frage. Ich würde sagen, punktuell ausgebaut wird. Möchte aber 2-3 Gedanken noch dazu verwenden. In meinem persönlichen Umfeld stelle ich immer wieder fest, wie sehr gerade jetzt, der Wilhelm hat das vorher angesprochen, erst 2,5 Monate und nach bereits 2,5 Monaten spüren wir einen deutlichen Drang wieder zurück ins Büro. Soziales Leben, mindestens zu einem schöneren Teil. Es gibt Leute, die sind geradezu wirklich gespannt darauf, dass sie jetzt wirklich wieder diese sozialen Kontakte pflegen können. Also wir müssen da schon auch die Realitäten sehen. Wir haben sehr viele Vorteile auch gesehen und ich glaube, der Schlüssel liegt dann in der Kombination dieser beiden Welten, der analogen und der digitalen Welt. Da wird es sicher eine tolle Zukunft haben. Zweiter Punkt ist Reisetätigkeit. Die Reisetätigkeit, da sind wir der Überzeugung, dass dies doch stark abnehmen wird. Also Europaflüge für einen Tag von A nach B, 1-2 Stunden, um irgendwie 2 oder 3 Stunden 30 Folien sich anzusehen in Warschau, um dann am Abend wieder zurückzufliegen, da denke ich, das kann man auch noch anders machen. Und das haben viele, viele Manager, viele Führungskräfte haben das gesehen. Es gibt andere Anforderungen, es gibt andere Führungsanforderungen, wir haben das auch vorher schnell angesprochen, andere Kommunikationsanforderungen, aber es ist absolut möglich. Dritter Punkt, wo ich wieder eine Einschränkung sehe, ist das Umfeld einer Beratungstätigkeit. In der Beratungstätigkeit, und da komme ich natürlich jetzt vor allem auch aus der Finanzindustrie, da stellen wir natürlich schon fest, dass das persönliche Gespräch, das sich noch in die Augen schauen, und zwar nicht nur virtuell, sondern wirklich analog,
dass das einfach eine sehr große Rolle spielt im Aufbau des unbedingt erforderlichen Vertrauensverhältnisses. Es gibt dann Tools, digitale Tools, die dazu verwendet werden können, die Kommunikation zu vereinfachen, zu verbessern, schlanker zu werden, effizienter und effektiver. Aber in der Beratungstätigkeit wird der persönliche Kontakt nach wie vor eine große Rolle spielen. Also wir werden nicht vollständig, da bin ich überzeugt, ins alte Raster zurückkehren. Wäre auch schade. Wir werden diese neu gewonnenen Freiheiten und Möglichkeiten werden wir zweifellos auch künftig einsetzen wollen. Aber es ist nicht so, dass die analoge Welt einfach abgeschafft wird. Wie sieht das aus, diese Prognose? Also Ivo hat jetzt da ein paar Auswirkungen angetönt. Wie sieht das aus, wieder aus wissenschaftlicher Perspektive? Was bedeutet das für die Büroarbeit der Zukunft, Wilhelm? Also ich sehe das wirklich 1:1 wie Ivo. Ich glaube, das Thema Reisen wird sich kolossal verändern. Hoffentlich kommen wir bei den Urlaubsreisen vielleicht wieder ein bisschen zurück zu alter Schönheit. Aber selbst da wird sich was tun. All die Leute, die sich jetzt ein Wohnmobil kaufen und die Erfahrung machen, die werden auf Jahre erstmal Wohnmobil fahren. Das sind keine Good News für Lufthansa und Swiss Air. Und bei den Geschäftsreisen wird es genauso sein, was für ein Blödsinn wir da gemacht haben für irgendwelche banale Showfixes und Dinge, die man wirklich viel besser oder mindestens ganz so gut wie virtuell machen kann, wird nicht mehr stattfinden. Das wird sich deutlich verändern. Ganz naiv, wir haben am Anfang gedacht, oh, das wird super, dann wird die Agenda leerer und man hat mehr Freizeit. Da bin ich noch gar nicht so sicher. Wir werden auf einem anderen Niveau wahrscheinlich den Wettbewerb dann zukünftig haben. Bin ich sehr gespannt. Wir haben jetzt, ich habe selber bei mir im Institut gerade eine Erfahrung. Wir haben vor einer guten Woche gesagt, so jetzt kann man, wir hatten unser Institut, das ist ja eine Denkfabrik, wirklich komplett dicht gemacht, bis auf ganz wenige, alle im Homeoffice. Und irgendwann hat man gesagt, so, jetzt kann man auch wieder ins Restaurant, dann kann man auch wieder ans Institut und haben einen Plan gemacht und haben uns lange überlegt, was wir sagen, wie viel Prozent wir erlauben könnten, dass zurückkommen. Ich hatte gesagt, na 50%, wenn jedes zweite Büro oder jeder zweite Arbeitsplatz in großräumigeren Büros leer sind, dann reicht es. Betriebsrat und Arbeitsschutz haben gesagt, oh, das ist ein bisschen viel, da ist ja dann schon ganz viel Enge in den Fluren und so. Dann haben wir 25% reingeschrieben, haben das announced und stellen fest, es sind keine 10. Die Leute haben sich wahnsinnig eingerichtet. Natürlich, jetzt ist Corona, viele müssen Homeschooling machen und so. Deswegen, wir haben schon eine Sondersituation. Aber ich glaube, es wird nachher nichts mehr sein wie vorher. Diese Lernerfahrungen, die sind jetzt einfach da. Die Leute haben viele, die es vorher nicht kannten, kennen es jetzt, können es jetzt auch und sie werden es weiter tun. Könnte man. Und das wird nicht dazu führen, dass das 1:1 dann anders wird. Es wird ganz viel sowohl als auch geben. Aber wenn es ganz viel sowohl als auch gibt, wird das eben ganz klar bedeuten, viel weniger Menschen zur gleichen Zeit in heutigen Bürogebäuden und Büroräumen. Und das wird erhebliche Veränderungen induzieren in Menge, in Qualität, das hatte ich schon gesagt. Und noch ein Punkt, darf ich das noch sagen, Mario? Führung wird ganz wichtig, weil Remote führen ist schon etwas anderes wie Management by walking around, das wissen wir und da müssen wir, glaube ich, noch ganz viel lernen. Hoffnung gibt meine Auswertung Office 21 Studie, ich habe sie im Intro schon zitiert, da haben wir gefragt, meine Führungskraft schafft trotz des physischen Abstands ein Arbeitsklima, das die Leistungsbereitschaft und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert. Da haben wir eine Zustimmung von 60% nur 15% verneinen diese Aussage.
Es sind auch 27% noch unentschieden. Mal schauen, wie es sich längerfristig entwickelt. Aber das macht doch insgesamt eine Riesenhoffnung, dass wir das auch gut hinbekommen. An dieser Stelle würde ich gerne eine Frage aus dem Publikum aufnehmen, wie sich die Entwicklung auf den Bereich Coworking auswirken. Kannst du da eine Einschätzung machen? Du hast jetzt eben erwähnt, ihr rechnet damit, dass viele Leute wieder zurückkommen ins Büro, ein Teil bleibt zu Hause, es wird Veränderungen geben. Wie wirkt sich das aus eurer Sicht auf den Coworking-Bereich aus? Also in meiner These wird Coworking weiter bedeutsam sein. Ich glaube sogar, dass diese Form von kollaborativer Arbeit zunimmt. Wenn jetzt der Frager meint Coworking Spaces, also Räume, dann müssen wir mal gucken, wie lange Corona aktiv bleibt. Stellen wir uns mal vor, wir müssen jetzt noch 12 Monate, 18 Monate, ich war gestern Abend noch in einem Call mit unserem Ministerpräsidenten hier im Land, Herrn Kretschmann, mit Virologen. Kein Mensch weiß es. Wir wissen nicht, wann kommt ein Medikament, wann kommt ein Impfstoff, wann kommt eine Normalität des Medizinischen. Also das kann schon auch dort, sagen wir mal, Druck machen gegen Coworking Spaces, weil man eben sich mit Menschen, die man nicht kennt, gut einschätzen kann, in nächster Zeit gar nicht treffen können wird und dann manches abgewöhnt. Das Prinzip des Coworkings, ja, das kann ich auch virtuell machen. Und das ist das, was ich meine. Das wird womöglich eher zunehmen, aber auch vielleicht hier Spaces mal schauen. Ich bin da wirklich eher ein bisschen skeptisch in der nächsten Zeit, das muss ich ehrlich sagen. Jetzt diese ganzen Veränderungen basieren oder werden auch ermöglicht durch den Einsatz von neuen Instrumenten. Und da ist ja Microsoft hat so den Slogan oder auch die Positionierung, die Werkzeuge der Zukunft zur Verfügung zu stellen und die an diesen zu arbeiten und weiterzuentwickeln. Wenn wir jetzt das in Realisation setzen mit der Arbeit in Büros, woran arbeitet da Microsoft? Kann man da etwas dazu sagen? Kannst du uns da einen Blick in die Zukunft geben? Ich denke, was für uns wichtig ist, ist das Grundverständnis, dass Technologie, sprich Werkzeuge, immer nur ein Enabler sind. Das heißt, wir arbeiten heute an Dingen, von denen wir durch Feedback unserer Kunden und natürlich je mehr Nutzer es sind, umso mehr gibt es auch Feedback, aber auch unsere eigenen Erfahrungen. Das heißt, wir arbeiten im Grunde auch an der Weiterentwicklung dieser Tools in einer sehr strukturierten und datenbasierten Welt. Und am Ende ist Technologie wirklich nur ein Werkzeug und es wird sehr stark darauf ankommen, welche Entscheidungen wir treffen, weil die Zukunft, wir werden ja nicht von der Zukunft gestaltet, sondern die Zukunft gestaltet uns. Wenn wir uns die Roadmaps anschauen, dann kann man sagen, es gibt ein Prinzip, ist natürlich das Thema, die sogenannte Nutzer-Experience, die da sein muss, die möglichst viele Tools sozusagen jemandem zur Verfügung stellt. Ja, das heißt, Information at your fingertips, das ist sicherlich so ein Prinzip. Aber am Ende des Tages haben wir jetzt auch in der Krise gesehen, wie schnell wir als Technologieunternehmen auf Bedarf reagieren können. Das heißt, für uns sieht die perfekte Welt so aus, dass unsere Kunden, unsere Partner, aber auch wir selbst Entscheidungen treffen, wie wir die Welt gestalten wollen und auf dieser Basis dann die richtigen Tools zur Verfügung stellen. Die Tools werden nicht, und das darf nie der Fall sein, sozusagen unsere Arbeitswelt bestimmen. Wenn wir da noch ein bisschen konkreter werden könnten, so ihr arbeitet ja auch an der Azure Cloud etc., an neuen technologischen Lösungen. Werden sich diese Technologien konkret auswirken? Also arbeiten wir überhaupt noch in Zukunft mit Rechnern oder haben wir überhaupt noch Büroflächen, die wir brauchen? Wie sieht das aus, das Zukunftsszenario also heute, von Microsoft? Wenn wir so ein bisschen in unsere Vision reinschauen, dann wird es immer noch eine physische Umgebung geben.
wir brauchen als Menschen ja auch diesen physischen Raum, den wir gestalten können. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie werden wir kommunizieren, dann sind das sicherlich Oberflächen. Das heißt, wir werden irgendwann mal sicher keine Rechnung mehr haben, sondern es werden Oberflächen sein. Das können Möbel sein, das können Wände sein, das können Fensterfronten sein, die eben zu Oberflächen werden. Und wenn man sich sozusagen jetzt mal das innovativste Büro der Zukunft anschaut, dann ist es sicherlich eine Umgebung, die heute keinerlei Tische mehr hat, wo man sitzt, wo man ein Soundsystem hat, dann Bildschirme, wo man in der Lage ist, rund um die Welt miteinander zu kommunizieren, Übersetzungen sozusagen zeitgleich zu bekommen. Notizen werden automatisch erstellt. Also all diese Dinge, die zu einer Kommunikation, zu einer Dokumentation dazugehören, dass die weitgehend automatisiert sind im Sinne von Hilfestellung. Also das ist das, was man heute schon sieht. Aber wir können gestalten. Wir Menschen können das sicherlich noch weiter denken. Ich glaube, so ein Szenario ist ja, zeigt eigentlich sehr schön, oder was es alles für Veränderungen mit sich bringt, dann auch auf die Nutzung und die Gestaltung von Büroflächen, aber bestimmt auch an Führungsstile. Und Wilhelm hat das schon mal erwähnt, bevor wir jetzt von Ivo die Praxisperspektive hören, nochmals zurück zu Wilhelm. Wie weit ist da die Führung oder die Forschung im Führungsbereich? Hat man Methoden und Instrumente entwickelt? Weiß man, wie man in so einer Zukunft führen muss? Ja, also habe ich das Mikro an? Ja, ja, natürlich haben wir Instrumente. Es ist wie so oft, sie müssen eben angewandt und eingesetzt werden. Ich glaube, wir werden da auch natürlich noch, gerade was digitale Technologien anbelangt, da hat Marianne ja gerade ein paar Insights gegeben, dann noch in der Zukunft ganz viel mehr erleben. Also ich sage mal wirklich auch Unterstützungssysteme, Assistenten, Bots, die auch Führungsarbeit unterstützen. Ich glaube, dass das noch ein Weg ist, so wie die Arbeitswelt eben auch noch ein Weg ist. Und ich bin da aber sehr guter Dinge, dass wir da in der Nutzung von Digitaltechniken auch noch wirklich gute Fortschritte machen können. Ich habe mal im Chat nebenher geguckt, da läuft gerade noch mal so eine Debatte und Frage zu, müssen wir nicht auch Baunutzungszonen im Gesetz verändern? Das müssen wir ganz sicher, auch das, was Marianne gerade gesagt hat, wie sich, ich sage mal, die physische Umwelt, also der Meinung bin ich auch, wir Menschen bleiben ja Menschen aus Fleisch und Blut mit den ganz irdischen Bedürfnissen nach gutem Essen, Trinken, Rotwein, Liebe, Sex, aber auch Wärme, Schutz vor Regen und Schlaghagel und alles das und natürlich auch soziale Interaktion. Deswegen werden wir auch Treffpunkte haben, Bürogebäude, wenn wir sie weiter so nennen wollen. Aber die müssen sich ändern. Und wenn das, was ich gesagt habe, oder wir alle zusammen nur annähernd Wirklichkeit werden, dann müssen ganz viele Ordnungen verändert werden. Also Baunutzungsordnungen, Arbeitsgesetze. Und das wird in den nächsten Jahren auch passieren. Nicht von jetzt auf nachher, nicht alles überstürzt, sondern natürlich in einer uns ja in Mitteleuropa und Deutschland auch angeborenen Präzision, in der Schweiz noch mehr, glaube ich. Aber werden wir tun, ich bin da ganz sicher. Klar müssen Büros anders aussehen. Wir werden keine Schränke mehr haben, jedenfalls nicht mehr für Papier, höchstens noch für Design Thinking, Utensilien und solche Dinge. Wir brauchen ganz andere Logiken. Vielleicht haben wir so eine Art virtuelle Schutzmasken. Vielleicht erfinden wir temporäre Wände, die wir auf Klick hochziehen und wieder runterlassen, wenn wir
in Ruhe Calls machen wollen. Also da ist noch, glaube ich, ganz viel Musik drin und Innovation. Das ist das, was wir in unserem Office 21 Forschungsprojekt eben auch machen, darüber nachzudenken, was sind dann die neuen Konzepte, Lösungen und auch dann vielleicht Anforderungen an die Regulatorik, an die Politik, da dann entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Das wird spannend in nächster Zeit, da bin ich ganz sicher. Aber dann könnte man sagen, in der Führung oder so jetzt auch wie in der Gestaltung von Büroflächen sieht es auch eigentlich in der Führung aus. Da ist man am Forschen, hat aber noch nicht so das Idealkonzept eigentlich gefunden. Jetzt blendet uns Jonas noch eine Grafik ein. Welche Themenentwicklungen werden unsere Arbeit bis 2025 am meisten prägen? Ich glaube, da sind wir gerade mit dem Thema, haben wir mit dem Thema den Nagel auf den Kopf getroffen, oder? Digitalisierung steht im Zentrum. Mobilität, Nachhaltigkeit, Führung, Zusammenarbeit, auch hier wieder ein Thema. Vielleicht das der Übergang zu Ivo gleich, oder? Wie sieht es in der Praxis aus? Wie weit ist man da mit dem Thema? Ist man sich den Herausforderungen bewusst und wie managt man die zurzeit? Es geht uns in der Praxis wahrscheinlich nicht anders als das, was Wilhelm vorher für die Wissenschaft ausgeführt hat. Wir machen Erfahrungen, neue Erfahrungen. Wir haben festgestellt, auch in der Diskussion, dass wir nicht überall und zu jeder Zeit einen physischen Kontakt brauchen, dass es ein Unternehmen durchaus führen lässt, über weite Strecken mit virtuellen Tools, die jetzt vorhanden sind. Wir haben das gesehen, die Technik ist da. Ich möchte vielleicht noch ein, zwei Gedanken teilen mit Bezug auf das vorhin erwähnte Beispiel der Cloud, oder? Mit Azure hast du erwähnt, Mario, und das aus Sicht eines Anwenders, oder? Die Cloud ermöglicht eben, und das habe ich deutlich gespürt, dass wir vor vier Jahren eine Cloud-Lösung, eine Kombination zwischen einer Private und einer Public Cloud bei der Swiss Life, damals als CEO Schweiz der Swiss Life, eingeführt haben, ermöglicht Dienstleistungen, Services einzukaufen, sehr spezifisch. Marianne hat gesagt, wir haben unsere eigene, die Möglichkeit, unsere eigene Destiny eigentlich zu bestimmen. Wir sagen, wir sind im Driver Seat, wir sagen, wie wir das wollen. Und die Cloud ergibt uns da sehr gute Möglichkeiten, das optimal zu tun. Das wiederum hängt ein bisschen zusammen mit dem Mut, das ein Unternehmen hat, das Unternehmensführer haben, diese Technologien auch zu nutzen. Da gibt es kulturelle Unterschiede. Es gibt sicher in den Ländern kulturelle Unterschiede. Es gibt aber auch innerhalb der Firmen kulturelle Unterschiede, zwischen den Firmen Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Bereitschaften, mit diesen neuen Technologien umzugehen. Wilhelm hat die Bots erwähnt zum Beispiel. Werden die eingesetzt? Wie werden sie eingesetzt? Werden sie nur für interne oder auch externe Kommunikation verwendet? Und die Tatsache, die wir heute feststellen, ist, Wilhelm hat das einmal gesagt, ja, jetzt ist dann die Agenda nicht mehr so voll und wir haben etwas mehr Zeit. Das ist ein trügerischer Schluss. Die Führung wird wesentlich anspruchsvoller. Sie wird auch zeitintensiver, weil man eben die zwischenmenschliche Kommunikation eben auch pflegen muss. Und ich kann euch ein Beispiel aufführen und bildlich eigentlich vorführen, dass es eben recht anspruchsvoll ist, eine Kombination in einem Meeting zu haben von vielleicht 15 Leuten, 7 oder 8 von denen sind physisch anwesend im Raum und die anderen sind virtuell zugeschaltet. Das wird sehr, sehr anspruchsvoll, um sicherzustellen, dass alle dieselbe Zeit zur Verfügung haben, sich zu äußern, sich auch bereit fühlen, sich zu äußern und da auch den Mut haben, einzuschreiten, virtuell, wo die anderen vielleicht physisch anwesend sind. Und da gibt es schon ziemlich große Herausforderungen, die wir noch vor uns haben. Wir tasten uns heran, aber es ist nicht so, dass es hier irgendeine Patentlösung gibt dafür. Mhm.
Ich glaube, wir haben jetzt sehr schön einen Überblick erhalten über die Herausforderungen, die die Digitalisierung mit den Arbeitsplätzen mit sich bringen, wo das Thema und das Problem und die Herausforderungen, aber auch die Chancen sind, wenn man Innovation betreiben möchte, dass wir Druck brauchen. Eine solche Zusammenfassung folgt bald noch von Roman Bolliger zum Abschluss dieser Real Estate Brain Session. Bevor wir aber soweit sind, würde ich gerne noch bitten, der Reihe nach, beginnen vielleicht gerade mit Marianne, ein Abschlussstatement zu einem begleitenden Thema zu machen. Und zwar, wo sind die Grenzen, also wann wird Technologie zu einem Problem? Oder wir haben es bis jetzt auch immer nur als Helfer eigentlich und Enabler kommentiert. Wann wird Technologie zum Problem und gibt es ethische Grenzen, denen man sich heute schon bewusst ist? Ich würde gerne bitten, hier ein Abschlussstatement von allen drei zu machen zu dieser Fragestellung. Beginnen mit Marianne. Ich denke, grundsätzlich wird Technologie wirklich schon dann zum Problem, wenn man Technologie nutzt, die man nicht versteht. Das zweite Thema ist, dass wir davon ausgehen können, dass immer die Menschheit wird immer alles probieren, was machbar ist, auch technologisch, weil dazu ist es einfach viel zu spannend. Und deswegen brauchen wir natürlich im Einsatz von Technologie, vor allem wenn das eben um das Thema künstliche Intelligenz, aber auch insgesamt für die Datenökonomie, brauchen wir einen prinzipienbasierten Ansatz. Und den brauchen wir nicht nur in einem Land, sondern den brauchen wir mindestens in den unterschiedlichen Kulturkreisen, um diese Technologie dann auch zum Wohl unserer Gesellschaften und unserer Unternehmen nutzen zu dürfen. Mhm. Besten Dank, Marianne, für diese Einschätzung. Wilhelm, darf ich dich bitten, was ist deine Meinung? Wann wird Tech zum Problem und wo sind die ethischen Grenzen? Ja, also ich glaube, Tech wird dann tatsächlich zum Problem, wie es Marianne schon gesagt hat, wenn der Mensch, die Menschen nicht mehr, ich sage mal, selber entscheiden können, dass das, was sie nutzen, gut für sie ist, wenn keine positive User Experience vorhanden ist. Das kann man, sagen wir mal, versuchen einzuprogrammieren. Ethics by Design, das Stichwort. Es ist gut, wenn technische Produkte dort entwickelt werden, wo die Menschen sie auch nutzen. Ich zähle mal das Silicon Valley, Kalifornien jetzt locker zu unserem Kulturkreis und bin da ganz guter Dinge. Aber im Ernst, natürlich, wenn unsere Kinder die Technik entwickeln, die wir unseren Kindeskindern zur Verfügung stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und wenn das Menschen aus anderen Kulturräumen sind, ist es vielleicht anders. Das ist ein Aspekt, der so in der Innovation auch ganz wichtig ist. Prinzipien basieren, das ist gut und da müssen wir aufpassen, müssen gucken. Insofern sind ethische Diskurse im Bereich KI wird es massiv diskutiert und das ist richtig und gut so. Dann bin ich aber auch optimistisch, dass wir immer Lösungen hinbekommen, die sag mal, Qualitätsmerkmale haben. Und ganz wichtig, die Dinge müssen immer auch in Zukunft einen Ein- und einen Ausschalter haben. Ich glaube, hier dürfen wir gleich zu Ivo weiterfahren, in Anbetracht der Zeit. Ivo, teilst du diese Meinungen oder was ist deine Einschätzung? Ganz kurz zwei Gedanken. Das eine ist, dass es Ängste in der Bevölkerung gibt. Die Menschen haben teilweise eben Angst vor diesen neuen Technologien. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es vor allem jene sind, die es nicht tun, eben noch nicht anwenden. Beispiel in der Schweiz 5G-Technologie. Wichtig ist, dass wir die Bevölkerung mitnehmen, dass wir erklären, dass wir das ernst nehmen und daran arbeiten, dass dies möglich wird. Zweiter Gedanke ist, Vertrauen in die Daten hängt ganz entscheidend mit der Ethik zusammen. Wir von Digital Switzerland haben diese Swiss Digital Initiative gegründet, wo es nicht zuletzt darum geht, das Vertrauen in Form von Labels, Qualität-Labels in die Datenqualität zu erhöhen. Und wir glauben, dass das ein Schlüssel ist, letztlich um diese Ängste abzubauen. Sehr gut. Und die Technologie nicht zum Problem werden zu lassen.
ich denke, zur Chance und Lösung. Genau, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich danke an dieser Stelle sehr für diese Diskussionsrunde mit den interessanten Eindrücken und jetzt ist Roman wieder einmal mehr gefordert mit der Zusammenfassung ja, und dem Ausblick auf die nächste Session. Herzlichen Dank von meiner Seite und ich freue mich auf die nächste Begegnung. Danke. Merci Mario und ganz herzlichen Dank an unsere heutigen Race Day Brains, Marianne, Wilhelm und Ivo für eure Einschätzungen. Wir haben gesehen, offensichtlich funktioniert Homeoffice besser als gedacht und es wird bleiben. Das Ausmaß jedenfalls ist umstritten, man weiß nicht so recht, wie viel wird im Homeoffice bleiben, wie viele kehren wir zurück ins Office. Unsere Speaker und auch das Publikum ist sich auch nicht einig, wie viele Arbeitsplätze die Digitalisierung kosten wird. Das hat auch unsere Umfrage im Publikum gezeigt. Da ist die einen sagen, ja, das hat eine ganz große negative Auswirkung, andere eher das Gegenteil. Ich glaube, einig sind sich unsere Speaker, dass das Reisen sich verändern wird, über die Reisetätigkeit wird massiv reduziert werden. Die Berater werden gefordert, weil die Berater haben die Herausforderung, dass sie den persönlichen Kontakt zu ihren Kunden wiederherstellen müssen. Das ist nicht so einfach in der digitalen Welt. Und ganz wichtig, die Führung muss sich anpassen, denn in der digitalen Welt funktioniert Management by Working Around anders als gewohnt. Führung wird zeitintensiver und anspruchsvoller. Da dürfen wir gespannt sein, wie das unsere Manager in den Griff kriegen. Ein großes Thema Technologie. Da gibt es ganz große Unterschiede in der Wahrnehmung. Technologie ist ja schon lange hier und die Technologie wird bleiben, da sind sich alle einig. Digitalisierung hat keine Sommerferien, haben wir gehört. Einerseits hört man, das Risiko sei klein, man kann nur gewinnen. Und man hat gemerkt, die Digitalisierung tut gar nicht weh, haben viele von uns jetzt sicher gespürt. Eine Stimme aus dem Publikum hat es aber auf den Punkt getroffen, dass viele eben auch anders denken. Sie seien, die Ängste verbunden mit der Digitalisierung seien riesig, war in unserem Chat zu lesen. Trotz dem Siegeszug der Digitalisierung wird die analoge Welt nicht einfach abgeschafft. Also es wird ein sowohl als auch geben. Und eins, guter Schluss, ist sicher, wie das auch in der Kirche, die Immobilienwirtschaft wird sich sehr wandeln müssen. Und ich glaube, es wird sehr, sehr interessant sein zu beobachten, wer diesen Wandel schafft und wer eben nicht. Nochmals ganz herzlichen Dank all diesen Teilnehmern vom heutigen Real Estate Brains. Wenn Sie die bisherige Diskussion und diese Diskussion heute nachschauen wollen, können Sie dies tun. Sie finden die Links dazu auf unseren Websites von Buildworld, Swiss PropTech und Swiss Circle. Diejenigen, die mögen, treffen sich wieder nächsten Dienstag, 2. Juni, zum Thema Corona und Hospitality. Wir begrüßen in dieser Runde Kai Bender, Investor und Geschäftsführer bei Acron, Erik Flowak, Partner bei Art Invest, Real Estate Management, ebenfalls ein Investor in unter anderem Hospitality Immobilien, und unser Hotelier in der Runde, Philipp Futtiger, General Manager der Giardino Hotel Gruppe. Heute in einer Woche, Punkt 8 Uhr morgens. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche, viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Besten Dank, Ade. Tschüss. Danke, tschüss.